Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, ich habe festgestellt, in mein Lager passen maximal nur zwei Sorten rein an Dünger. Schlecht. Das heißt, wir haben zu viel Kalk, Ammon und Tapete. Und das müsste irgendwie noch aufs Feld. Und da nicht. Und zwar nicht unbedingt zu viel, sondern gerecht verteilt. So, Stickstoff, da haben wir noch viel Puffer nach oben, da geht da was rein. Da würde ich jetzt mal drüber fahren und bei Feld 7 das gleiche. Und hier könnten wir auch was reingehen. Da würde ich bei unseren neuen Feldern beginnen. Und zwar, wir hatten ja hier 50, also ich hatte ja 50 Kilogramm eingegeben gehabt. Und das erhöhe ich mal auf 150. Um da ein bisschen noch mit rauszubringen. Ist ja noch recht wenig drauf. Von daher passt das noch einigermaßen. Dann fahrt mal schnell hin. Um das Düngen schnell abzuschließen. Heißt in der heutigen Folge nach Möglichkeit alle vier Felder. Und wenn ich es heute nicht schaffen würde, dann würde ich es halt offline fertig machen und dann beim nächsten Mal zum Frühling wieder düngen und wahrscheinlich dann ist 15:15 eben wieder. Mal sehen. Ich habe einen Hof, das muss ja dann verarbeitet werden. Dann Platz gewinnen für andere Sachen halt. Ne? Etwas ungünstig, aber gut, das ist halt so. Ist eine Erfahrung, also zwei Sorten kriegen wir mal rein ins Lager. Dünger sind ja nicht gleich Dünger, das ist ja logisch, ne? Ja, das ist fast da. Ja, mit dem Geres, das war im Grunde ein guter Gedanke. Aber ich sag mal so, der Haken bei ist dabei. Dass wir die Geräte nicht haben, ne? Und dass so 150.000 kostet mit der Spritze hinten dran, ist doch ziemlich heftig und das haben wir halt nicht. Und Kredit war einfach zu viel. Auch nicht bezahlbar. So, gucken wir kurz rein. F1, wir markieren mal Stickstoff. Blau. Gut. Ich riskiere mal 150 Kilogramm. So. Eingestellt ist. Und. Gas geben. Oh. Da wird er auch entsprechend diese Spuren nutzen. Ne? Da bin ich so viele Spuren einfahren. Zurzeit wächst ja noch zu. Ne? Aber im späteren Verlauf wird sicherlich. Jetzt kann man auch farblich etwas erkennen, ne? Es wird heller. Schön gleichmäßig, deswegen fahren wir auch durch. Na, 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 gerade so. Gebremst wird hier nicht. War ein Scherz. Entscheide ich richtig, für rechts. Würde ich ungern immer auffahren. Kann man gut erkennen, ne? Hat er wieder ein bisschen nicht gemacht, ne? Ja. So, die Spur muss ich nehmen. Geben selber Gas, ne? Schnell fahren können wir alleine. Aber hier, Lenkung, lenken müssen wir nicht. Ist halt zu teuer, die Lenkung. Da sieht man schon ein bisschen, wo wir ein bisschen mehr gemacht hatten durch
Ja, ich versuche jetzt mal die Folgenlänge auf 15 Minuten zu reduzieren. Das wirkt sich nämlich garantiert gut aus für den Algorithmus. Die hohe Wissenschaft, der hohe Kunst auf YouTube. Ja, und schauen wir mal, was sich entwickelt. Ne? Bin immer angewiesen auf Vorschläge für weitere Zuschauer. Ist ja halt so, zum Anfang ist es ein bisschen schwierig. So, mal ein bisschen gucken. Ist weit fahren, aber auch nicht so wenig. Ah, zack. Ja, die Anfangs- und das Ende ist meistens zu wenig. Aber gut, mit dem mal leben, ne? In dem Fall scheine ich auch nicht geschafft, ne? Aber die Menge meistens noch, schätze ich mal, automatisch gegeben. Von daher, das passen. Haben wir hier zwei Rehe. Mann, bin ich müde, gibt's doch gar nicht. Kann ich ihn essen. Mal gucken. Und da wollen wir nicht düngen, wir müssen hier mein Feld düngen. Das ist eine Katastrophe. So. Okay. Jetzt geht's wieder zu den alten Feldern. Da kann man auch ein bisschen was rein. Wir haben es verbraucht. Gut, die anderen Felder sind größer, ne? Mal zu sagen. Mal kurz reinschauen, ob da da aussieht. Ob wir da gut gedüngt haben oder zu viel. Aber wir haben noch Luft nach oben, also so ist das nicht, aber wir müssen ja nicht alles im Frühling machen, also im Herbst machen, ne? Also wir machen den Rest im Frühling und den Rest werden wir jetzt hier auf unseren alten Feldern aufbringen. Das sieht ganz gut aus mit unserem System. Naja gut, wir müssen dann gucken, dass wir nach rechts kommen, ne? Da so ungefähr. Muss ich kurz verstellen. So geht nicht. Auch nicht. Gut. Die müssen ein bisschen nach links. Ein bisschen. So. Ich will ja möglichst mit wenig Aufwand alles fertig haben, ne? Zumal es ja auch geht ja darum, dass wir im Prinzip die Arbeit so aufteilen, dass es da nach Möglichkeit Abwechslung reinkommt, ne? Also auf keinen Fall arbeiten, also zu monoton wird, ne? Ist natürlich schwierig. Zu weit. Mach es manuell, ne? Wir wollen ja zwei Felder mitkriegen, also oben und das untere Feld. Ich will ja nicht mehr so oft verstellen. So. Das müsste gut hinkommen. Fahren wir ein zurück. Da sich die nötige dass ich auf die richtige Spur bringen kann. Dann schalten wir gleich ein. Düngen wir gleich, ne? Düngt er auch schon? Naja, düngt. Das ist immer nicht so einfach, weil es ist schon vielleicht ein grüner Bereich. Geht bergauf. Da links genau gleich, warum ist das so schwierig? Ja, Kessel und Kopf, das ist schon Hardware-lastig, kann man sagen. Aber gut. Ich habe meistens eingestellt im Mittel. Gar nicht mal so viel jetzt. Also jetzt zu hoch gemacht, ne? Obwohl ich eigentlich. Na gut, okay, 4K. Plus 4K aufnehmen.
Das kann ich schon bemerkbar machen. Ja gut, die Müdigkeit ist jetzt aber auch daher verschuldet, dass ich schon seit um 3:30 auf bin. Und ich mache mit 80 keinen Mittagsschlaf, weil ich dann genau weiß, ich kann dann nachts nicht schlafen. Und das wirkt sich am nächsten Tag noch schlimmer aus. Ne? Muss ich mal schauen. Den Maker gleich wieder beim Feld. Wir sollen die eigenen Felder düngen. So, was haben wir noch drin? 2000. Wie gesagt, im Frühling dann entsprechend den Rest aufbringen. Ne? Da würden wir auch weiterspielen. Jetzt würde ich das Prinzip jetzt Herbst abschließen. Stickstoff ist gut, ist da. Gut, Phosphor kann ich mir aktuell nicht leisten. Wir sind im grünen Bereich. Braucht man nicht so viel ist, ne? Ja. Ich weiß ja auch nicht, wieso der Rechner so reizt. Also 2-3 Bahnen noch. Aber das versuchen wir heute fertig zu kriegen. Drückt er jetzt? Nö. Haben wir nicht gut zurück. Bremse. Wo war ich eben gerade? Ha! Ha, super. Gut. Gut, starten. Lenkung ist an. Jo. Ja. Man findet mal Tasten. Na gut, wenn ich jetzt suchen wollte, wäre F2 gedrückt. Da hätte man das gefunden. Aber höchstens für. Hängt da so tief runter? Ja. Zu viel gedrückt. An Tasten. Macht aber nichts. B. So, lenk. Eine Spur weiter. Ah, eine weiter. Jetzt kann er sich nicht ausruhen, aber die andere Richtung. Schwierig. B. Gas. Grundet sich gut aus. Die Fälle haben bald genug Stickstoff. Die neuen Fälle halt im Frühling, ne? Ist ja halt so. Weiß ja noch keiner genau, wie das überhaupt auswirkt, ne? Ob wir hier mehr bekommen würden, deswegen. Kann man schlecht sagen, man muss höchstens ein Feld halbe machen. Ne? Also adoptisch war ja im Szenario so, dass Felder, die nicht so gedüngt waren, kleiner waren, die Früchte. Das könnte sich schon auswirken im Ganzen. Ja, die Müdigkeit ist gewaltig jetzt. Muss mir richtig anstrengen.
So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Den Rest machen wir dann nächste Woche. Wollen wir betreiben. Also noch 2 Bar. Bleib mal hinstellen, wo passt. So. Dann kommen wir ganz kurz rein im Menü. Wie es aussieht. Bremse. C. Ne, C nicht. C schon, aber. Streichen links ist aus. So, guck mal rein. Was meldet der jetzt? Was haben wir jetzt? Unsere alten Fälle geschafft. Hier ist es ganz gut geraten, also vom Düngestatus her. Ich denke mal, da brauchen wir nicht mehr viel reingeben. Also wenn im Frühling wird sich gehen hier auf Phosphor ganz gut. Da müssen wir halt entsprechend nächstes Jahr mal gucken, dass wir unsere aktuelle Düngemenge hier rausbekommen. Ne? Hm, ja. Hoffen wir mal, dass wir alles raufkriegen. So, ne? Schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr morgen bekommt. Und alle anderen einen schönen Samstag. Bei Arbeitstagen möge es schnell vergehen. Meistens macht es ja Spaß. Ne? Viele andere sind ein notwendiges Übel. Ohne geht es ja nicht. Leider. Ein Rentenalter haben wir noch nicht. Ne? Ein paar Jahre brauchen wir noch. Oder Jahrzehnte. Tschüss, ciao, ciao. Und bis morgen. Tschüss. Noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.